So, ich wollte euch mal kurz was zeigen, was wir diese Woche hatten. Und zwar hatten wir ein interessantes Problem bei einem Kunden. Und zwar bei der gelben Schwalbe hier hinten. Die hat der Kunde gekauft. Sieht auch echt gut aus. Also man kann wirklich nicht meckern. Es gibt ja oft, sag ich mal, solche Pfuscherdinger oder so Blender. Habe ich ja schon oft drüber geschwätzt. Und die sah echt gut aus und wir sollten die halt in Betrieb nehmen, weil er hat gesagt, das einzige Problem, was ist, sie läuft nicht richtig. Also sie geht wohl beim Gasgeben sofort aus und ja, er kann natürlich dadurch nicht fahren. Also lässt sich anklicken, aber wenn du Gas gibst, geht es halt jedes Mal aus, kannst du nicht fahren. Gut, und dann haben wir uns zuerst mal gedacht, okay, was macht man als erstes? Vergaser kontrollieren, weil es klingt halt ziemlich nach Vergaser, ne? Logisch, wenn sie ausgeht, wenn du Gas gibst, das Einzige, was du ja dann änderst, ist die Gasschieberstellung. Also haben wir erstmal Vergaser kontrolliert und der war halt ziemlich dreckig, war auch falsch eingestellt und so. Oder war, glaube ich, sogar der falsche drauf. Ich weiß es nicht, ist schon ein bisschen her. War letzte Woche irgendwann. Auf jeden Fall haben wir das alles korrigiert, bla bla bla. Okay, dann lief es schon mal. Und dann sind wir damit gefahren. So, und dann haben wir irgendwie gedacht, das stimmt doch was nicht. Das Ding lief. Konntest auch damit fahren, aber irgendwie lief es nicht so richtig. Also es war komisch. Wenn du beschleunigt hast, hast du das Gefühl, die Leistungsabgabe ist nicht konstant. Das war so praktisch, wenn du gibst Vollgas und der Motor hat aber nicht immer Vollgas gegeben, sondern hat Gas gegeben und ist die Leistung wieder so ein bisschen eingebrochen. Es hat so geschwankt, so als würde ich nicht Vollgas geben, sonst würde ich so machen. Ich würde Gas geben und dann immer so ein bisschen wieder vom Gas runter und wieder ein bisschen Gas. So. Das hat zwar beschleunigt, aber die Leistung war immer wieder so kurz weggegangen ein bisschen, aber der Motorsound hat sich überhaupt nicht verändert. Das war jetzt nicht, dass der gefahren ist und dann du hast richtig gehört, sondern der ist ganz normal gelaufen, aber es war so, als würde jemand immer so ein bisschen auf die Bremse drücken, dann die Bremse wieder loslassen. Das hat sich am Motorsound gar nichts verändert. Dass der irgendwie gestottert hätte oder, sag ich mal, das Geräusch sich verändert, weil irgendwie was im Motor blockiert oder keine Ahnung. Oder dass es Zündaussetzer gibt oder sowas. Das ist ja, sag ich mal, das Typische, wenn der Motor seine Leistung nicht konstant abgibt, dass irgendwie Zündaussetzer sind oder du hörst es auch, dass jetzt irgendwie der anfängt zu stottern oder keine Ahnung. Gar nichts. Der lief ganz normal. Er lief ganz normal, aber es war so, als würde immer jemand so ein bisschen die Bremse ziehen, ein bisschen, ne? Dann haben wir halt geguckt, okay. Der Motor war angeblich revidiert worden. Der sah auch wirklich gut aus und Kompression war gut und es sah alles gut aus. War auch, na gut, ganz dicht war er nicht, aber er war halbwegs dicht. Es war zwar ölig schon unten, aber es war jetzt nicht so, dass er komplett gesifft hat. Also erstmal Kette kontrolliert. Denn ich sag mal so, wenn in der Kette irgendwie was hängen würde oder die Kette nicht richtig laufen würde oder irgendwie die Kette, keine Ahnung, nicht richtig gespannt wäre oder zu stark gespannt wäre, könnte es ja sein, dass da, sag ich mal, Leistung verloren geht irgendwie, ne? Im Kettentrieb. Und das würde ja dann erklären, dass der Motor praktisch ganz normal läuft und sich ganz normal anhört und so, aber praktisch die Leistung auf dem Weg zum Hinterrad irgendwie verloren geht. Kette angeguckt, okay, auch nix. Kette super gelaufen. Also wir haben einfach mal das Ritzel abgemacht, das dann festgehalten und dann mal das Hinterrad drehen lassen. Hast du gar nichts gemerkt. Das Hinterrad super gelaufen, Radlager in Ordnung, Kette ist ganz sauber gelaufen, war auch geölt. Okay, also musste es vom Motor kommen. Aufpassen. Habe ich auch noch so noch nicht gesehen. Also hier seht ihr mal den Motor. Sieht echt ordentlich aus. Also er sieht wirklich super aus. Natürlich haben wir den gereinigt, klar, wir haben den sauber gemacht, aber der war auch jetzt nicht wirklich besonders dreckig. Und es sah wirklich alles super aus. Die Teile waren alle super. Der Zylinder war sogar neu gehohnt. War ein neuer Kolben drin. Sah alles wirklich gut aus. Ja, kann man echt nicht meckern. Wie gesagt, die Kurbelwelle war ein bisschen verzogen, aber das führt eigentlich nicht zu so einem komischen Leistungsverlust. Es war überall Dichtungen mit Dichtmasse ordentlich aufgetragen. Alle Lager, SKF. War wirklich ein gut gemachter Motor. War wirklich gut gemacht. Sieht man selten. So, und dann haben wir das Problem gefunden. Da-da. Und zwar die Simmerringe von der Kurbelwelle. Das sind die Simmerringe von der Kurbelwelle. Nicht wundern, diese Beschädigung hier, das ist, weil wir den rausgehebelt haben. Okay, also die waren unbeschädigt, ne? Dieser Knick hier. So, und die haben wir uns dann auch mal angeguckt.
Und die sahen eigentlich ziemlich gut aus, außer diese Seite. Und es war uns zuerst gar nicht aufgefallen, weil wir uns gedacht haben, okay, gut, keine Ahnung, es fällt einem nicht negativ auf, weil der Simmering sah eigentlich ganz normal aus. Okay, der ist hier oben irgendwie anders, haben wir erstmal gedacht. Vielleicht ein anderer Hersteller oder sowas. Kann ja sein. Das haben wir schon oft erlebt, dass in den Dingern irgendwie von einem anderen Hersteller Simmeringe drin sind. Gut. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment, anderer Hersteller irgendwie, es kann auch nicht sein, dass da keine Beschriftung drauf ist. Also auch wenn der jetzt, sage ich mal, hier oben anders aussieht, das kann doch nicht sein, dass das ein anderer Hersteller, dass da keine Beschriftung drauf ist. Weil auf den Simmeringen sind immer Beschriftungen. Ja, und dann sind wir dem Rätsel langsam näher gekommen. Das ist kein anderer Hersteller, sondern der Simmering ist oben abgekratzt worden. Der ist auch, wenn man das mal hier von der Seite betrachtet, dünner. Seht ihr das? Da fehlt ungefähr ein Millimeter. Das ist der gleiche Simmering. Nur hier ist schon alles abgekratzt, bis auf diese 5 Vertiefungen hier. Das ist alles abgekratzt. Und das liegt daran, weil der zu tief eingebaut wurde. Ja. Und da sieht man es auch an der Kurbelwelle, dass die hier, in diesem Bereich hier, eben genau da, wo der Simmering sitzt, ne, da sieht die aus wie poliert. Man sieht es hier vor allem an den Bolzen, sieht man es hier sehr schön, wie der hier richtig glänzend ist und hier noch so dunkel. Ja, und da hat die Kurbelwelle einfach an dem Simmering gerieben. Das war das Problem und das war auch, dadurch kam dieses Bremsen zustande, dieser Leistungsverlust, weil die Kurbelwelle praktisch gebremst wurde von dem Simmering. Und das Interessante ist ja, dass die Lager, so ein Lager hat ja ein gewisses Axialspiel, okay? Das ist ganz normal. Ein Kugellager hat ein gewisses Axialspiel, das muss es auch haben, weil durch Wärmeausdehnung sich das Lager sonst verspannen würde. Das heißt, es ist normal, dass die Kurbelwelle im Betrieb, sag ich mal, ein paar Hundertstel oder ein paar Zehntel, nee, Zehntel nicht, ein paar Hundertstel praktisch hin und her wandern kann. Und wahrscheinlich war es dann so, dass wenn wir praktisch dann beschleunigt haben, dass die Kurbelwelle eben ganz leicht, wie gesagt, im Hundertstelbereich hin und her gewandert ist und dann immer so leicht an den Simmering gekommen ist und da gebremst hat. Und das haben wir gespürt durch diesen immer wiederkehrenden leichten Leistungsverlust. Sehr krass auf jeden Fall. Also so ein Problem habe ich bei Simson bisher auch noch nicht. Vor allem, dass man es nicht, man hat es sonst wirklich gar nicht gemerkt. Also es ist einem sonst irgendwie gar nicht aufgefallen. Der Motor lief wirklich gut, aber er wäre wahrscheinlich nicht mehr lange gut gelaufen, weil wenn jetzt noch als nächstes wäre dann die Dichtlippe dran gewesen. Also es hat sich jetzt, sage ich mal, das was jetzt abgerieben wurde, war erstmal nur unwichtig. Aber wenn es sich noch weiter abgerieben hätte, hätte irgendwann natürlich die Dichtlippe wäre mit abgerieben worden. Das heißt, der Motor wäre wahrscheinlich in ein paar hundert Kilometern dann undicht geworden und dann hätte Falschluft gezogen. Ja, aber auf jeden Fall super interessant, mal sowas zu haben, weil wir haben schon hunderte Simson-Motoren hier gehabt und normalerweise ist es halt immer dasselbe. Wir gucken drauf und sehen direkt, ah, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt. Und bei diesem Motor war es halt einfach anders. Wir haben den bekommen und wir wussten genau, da ist irgendwas. Und wir gucken uns die Teile an zu zweit. Wir haben wirklich die zweite halbe Stunde davor gesessen und gucken und gucken. Und so die ganzen typischen Schäden waren es schon mal nicht. Und am Getriebe war nichts. Und wir haben uns wirklich jeden Zahn angeguckt und jeden Lagersitz und das und das und das. Und irgendwann siehst du, okay, es ist der Simmering, der zu tief eingebaut ist. Ja. Bei dem die Beschriftung fehlt. Weil ansonsten sah der super aus. Ne? Ja, vielleicht habt ihr auch mal so einen Motor irgendwann. Oder ihr habt sogar einen Motor, der sich so anfühlt, der immer so kurze Leistungseinbrüche hat, aber keine Zündaussetzer. Vielleicht ist bei euch auch der Simmering zu tief eingebaut. Kann passieren, ne? Gilt aber nur für die alten, für die M53 gebläsegekühlten, beziehungsweise die Fahrtwindgekühlten bei der Simson S50. Also die alten Motorengenerationen eben, die Dreigangmotoren. Gibt es auch als Viergang M54. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die älteren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du in Zukunft so sehen willst und ich versuche ein Video dazu zu machen, damit ihr alle Fragen rund ums Thema Simson und Vespa beantwortet bekommt. Und ansonsten kannst du dir auch gerne hier meine anderen Videos natürlich anschauen.